Ich habe auch schon Fix und Flip Deals gemacht, die einen dreistelligen Gewinn hatten prozentual, also 100% und mehr. So Freunde, hallo und herzlich willkommen nochmal hier in München. Peace. So Max, du machst ja viel Fix und Flip auch, ja? Projektentwicklung, Bestand, alles Mögliche, aber viel auch Fix und Flip und das ist ja ein sehr präsentes Thema aktuell. Ja, und es kommt immer mehr. Also kommt ja immer mehr. Man merkt, wie viel gefragt wird danach und das ist also die Nachfrage danach steigt extrem. Im ersten Video, das wir gemacht haben, vor ein paar Monaten in Stuttgart, hast du ja auch schon gesagt, Bestand lohnt sich eigentlich erst, wenn man so 100.000 Eigenkapital hat. Ich verlinke das mal hier oder hier, ich weiß nicht, welche Seite jetzt das Info-Ding kommt. Und wenn man halt erstmal 100.000 hat, dann lohnt sich Bestand. Aber um auf 100.000 zu kommen, lohnt sich unter anderem auch Fix und Flip. Ja. Wie viel kann man damit eigentlich verdienen? Also nur mal zu deiner Einleitung. Also ich bin halt der Verfechter, der sagt, also erst Kapitalaufbau und dann Bestand. Ja. Weil du dich halt mit diesen ganzen 115% Finanzierung, die da so rumschwirren, halt auch im extremen Risiko aussetzt, wenn du nicht gut genug einkaufst und weil du irgendwann auch mal an die Grenze kommen wirst. Und wenn du wirklich nachhaltig und viel Bestand aufbauen willst, dann brauchst du einfach ein gewisses Eigenkapital. Das kann neben dem Cash sein, auch irgendwo Loan-to-Value-Deltas in irgendwelchen bestehenden Objekten oder Ersatzsicherheiten in irgendwelcher Form, aber du bräuchtest auf alle Fälle eine gewisse Einstiegsgeschichte, um da seriös sozusagen investieren zu können und auch gut wachsen zu können. Mhm. Und deshalb empfehle ich vielen Eigenkapitalaufbau und da gibt es halt ein paar probate Strategien. Das ist zum einen der normale Immobilienhandel, also An- und Verkauf von Objekten, ohne dass man was macht. Dann gibt es halt das Thema Fix and Flip oder auch das Thema Projektentwicklung allgemein, Grundstücksentwicklung. Und das Thema Fix und Flip wird halt hauptsächlich gemacht am Markt und das ist auch ein total spannendes Thema. Ja, zu deiner Frage, was da an so Gewinnen möglich ist, also da gibt es natürlich eine breite Range. Ich würde jetzt eher mal sagen, was sollte so ein Objekt abwerfen, was sollte so ein Objekt mindestens abwerfen, um es als interessantes Fix und Flip Objekt, um ein interessantes Fix und Flip Objekt zu sein. Ja. Da sage ich, also 20-25% müssen da drin sein an Gewinn. Würde ich jetzt, für das Geld würde ich jetzt persönlich das nicht machen. Aber ich habe auch eine breitere Auswahl an Objekten, die jetzt vielleicht jemand, der da anfängt, nicht hat. Aber für einen Anfänger sollte auf alle Fälle diese 20-25% sollten stehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, woher weiß ich denn, ob das 25% sind oder nicht? Ja, da muss man natürlich kalkulieren können. Da muss man zum einen die Einkaufspreise, die ich ja habe, die stehen ja auf dem Papier, das weiß ich ja, was ich kaufe. Dann natürlich auch, was muss ich investieren in das Objekt und was kriege ich am langen Ende dafür. Was kriege ich am langen Ende dafür? Mache ich mir das sogenannte Top-Down-Kalkulation am Ende des Tages. Habe ich einen Verkaufspreis im Kopf und der entsteht durch eigene Erfahrungen in der Region. Der entsteht durch Gespräche mit Fachkundigen aus der Region, Maklern etc. Der entsteht durch eigene Recherche, ImmoScout, Atlas, Homeday oder ähnliches. Wobei, Vorsicht, das sind Angebotspreise. Das bezahlt keiner. Genau, so wird es halt angeboten, es wird dann immer nochmal verhandelt. Aber und dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit, sich irgendwo Sprengnetter oder ähnliches, wo dann tatsächlich valide Verkaufspreise angegeben werden. Und aus dem Puzzle ich mir meine Verkaufserwartung und dann gehe ich top-down, habe ich den Verkaufspreis, dann ziehe ich das ab, was ich an Sanierungskosten brauche. Da ist es natürlich für einen Anfänger schwer einzuschätzen. Viele machen den Fehler, dass sie zu viel machen und natürlich sich auch kostenmäßig verschätzen. Und da macht es halt Sinn, vielleicht schon während der Ankaufsprüfung irgendwo mit Leuten, die technisches Verständnis haben, zu sprechen oder sich verschiedenste Angebote einzuholen, indem man sagt, okay, ich habe jetzt hier 70 Quadratmeter Laminat zum Entsorgen und wieder reinzulegen. Was würdest du da veranschlagen, dass man einfach mit Leuten spricht, die ein bisschen Ahnung haben, um da ein Gefühl zu bekommen. Und es wird von Mal zu Mal leichter, um das selber abschätzen zu können. Mhm. Habe ich im Endeffekt meine Renovierungs- bzw. Sanierungskosten in Abzug.
und dann mein Einstand. Und dann sollten idealerweise von dem Gesamtinvest, also Kaufpreis plus Nebenkosten plus Sanierungskosten plus Finanzierungskosten, sollten 25% Gewinne übrig bleiben. Okay, so ist es bei einem Einsteiger-Deal zu empfehlen. Du hast es gerade schon für deine breite Produktpalette präsentiert. Also ich habe auch schon Fix und Flip Deals gemacht, die einen dreistelligen Gewinn hatten prozentual, also 100% und mehr. Da ist natürlich extrem, also gibt es halt verschiedene Stellschrauben. Ich kann halt sehr, sehr günstig einkaufen. Das würde dir dann im Endeffekt schon mal helfen, dass du deinen Gewinn schon mal maximierst, du kaufst. Der heißt nicht umsonst, der Gewinn liegt im Einkauf. Also im Einkauf hast du auf alle Fälle die Möglichkeit, wenn du da gut an gute Deals kommst, die du wahrscheinlich nicht über ImmoScout finden wirst, sondern über andere Akquise-Methoden, dann hast du da schon mal einen Gewinnmaximierer. Dann ist natürlich das Thema Material, also Renovierungskosten, Lohnkosten und Materialkosten auch ein brutaler Punkt. Mhm. Wenn du da gut aufgestellt bist, ein gutes Netzwerk hast, kannst du hier natürlich auch extrem viel Geld sparen. Ja, du kannst jetzt ein 5 Quadratmeter Bad für 2.000 Euro komplett erneuern. Du kannst es aber auch für 20.000 Euro, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, komplett erneuern. Also da ist halt auch nochmal eine brutale Range an Möglichkeiten. Ja. Und dann solltest du natürlich auch in den Markt investieren, wo die Nachfrage auch gut ist. Das ist halt auch nochmal ein Punkt. Ja. Du bist jetzt wahrscheinlich, ohne dass dir jetzt irgendjemand zu nahe treten will, aber in Chemnitz auf dem Land, wenn du eine Wohnung flippst, wirst du die wahrscheinlich länger im Bestand haben, als du anfangs denkst oder als der bei Fix und Flip eigentlich lieb ist. Du solltest so ein Projekt eigentlich in 3 bis 6 Monaten abgewickelt haben. Durchhaben, ja. Aber da ist ein Ziel für einen Anfänger, ist vielleicht auch irgendwo in den Bereich mal 40% zu kommen. Das ist dann wirklich eine gute Marge. Dann ist es für dich der Beweis, dass du gut einkaufst, dass du gut die Renovierung, Sanierung gut im Griff hast und dass du gut verkaufen kannst. Wo gibt es die besten Deals? Meinst du jetzt quellenmäßig oder regionenmäßig? Quelle. Also die besten Deals gibt es natürlich, wenn du in der Einkaufspyramide nicht unten auf der letzten Ebene bei den Portalen einkaufst, wobei ich da auch schon gute Deals gemacht habe, die 40-50% gebracht haben, sondern wenn du vielleicht von Maklern direkt kontaktiert wirst, wenn die was reinbekommen, oder aus deinem Netzwerk direkt vom Eigentümer, wenn du jetzt Recherche machst oder Akquise machst über Printmedien, über ähnliche Geschichte, da kannst du natürlich schon in den oberen Ebenen richtig, richtig gute Deals machen. Und das wäre auch empfehlenswert, da hinzukommen. Beim ImmoScout oder aus den Portalen raus, das ist halt einfach nochmal schwer, weil du ganz, ganz viele Leute hast, die mitgucken und es halt einfach sehr, sehr einfach zu konsumieren ist. Ja, wenn halt ein geiler Deal dabei ist, dann musst du der Schnellste sein wahrscheinlich. Und dann musst du schon mit Anlauf über die Startlinie kommen. Das bedeutet, du solltest deine Finanzierungsbestätigungen haben, du solltest im Endeffekt ein gutes Auftreten haben, nimm Bargeld mitmachen, eine Anzahlung oder keine Ahnung, was da alles für Tricks gibt. Aber da musst du halt sehr schnell sein. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Alles klar, dann wissen wir Bescheid, wie viel geht eigentlich bei Fix und Flip. Und wünsche euch viel Erfolg beim Flippen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Thema, lasst es uns einfach wissen unter dem Video. Wir beantworten diese gerne und dir auch viel Erfolg bei deinen nächsten Projekten. Genau, euch auch viel Erfolg. Macht's gut. Ciao. Ciao.